So, Freunde, und weiter geht's mit Let's Play Primal Carnage. Und wir sind wieder mal in der Luft. Wir machen eine kleine Flugstunde und gucken mal, ob uns irgendwas vor die Greiferchen läuft. Alter, die haben hier das ganze Boot. Scheiße, da hatten wir ihn. Da hatten wir ihn. Da hat er nochmal Glück gehabt, der Kollege. Scheiße. Alter, hier ist richtig Party. Hier ist mal richtig Party. Oh Gott. Nein! Da sind wir nicht mehr hochgekommen. Verdammter Mist. Alter, das mit dem Flugdino, wie gesagt, auf dieser Map ist es nicht ganz einfach. Man kann auf jeden Fall nur mithalten, wenn man wirklich richtig gut ist. So, also wir müssen gucken, dass wir hier so ein bisschen langsamer sind beim Fliegen. Dann hat man auch eher eine Chance, jemanden zu greifen. Oder man macht es halt so, dass man ein bisschen zupiekst. Nein! Scheiße, ein Meter nach links, das hätte gereicht. Verdammter Mist. Und wir wurden wieder geswitcht. Na super. Dann lass doch mal hier den... Dann lass doch mal, weil wir sind eh schon... Die Dino-Klassen, die haben wir ja alle eigentlich oft durch. Dann lass doch mal den hier mit den Fallen machen. Was Fallen sind, das wisst ihr. Das sind so Netze, die wir hier schießen auf unsere Gegner. Sofern man dann trifft. So zum Beispiel, wunderbar. Haben wir noch Glück gehabt, dass der uns hier ein bisschen den Arsch gerettet hat. Mist. Ah, da haben die uns aufgeschlitzt, die Schweine. So, und die Lady hatten wir noch gar nicht, ne? Die kommt auf jeden Fall auch noch dran. Mist. Keiner da, der uns retten kann. So ein Scheiß. So, mit dem T-Rex brauchen wir uns so gar nicht anlegen. Na komm, spring schon wieder runter. Oh. Okay, ich dachte, die wäre eben vom Flugdino erwischt. So, hier haben wir als Zweitwaffe übrigens zwei Pistolen. Das ist aber nicht ganz so spektakulär. Und das Problem ist, dass wir hiermit wirklich nur einen Schuss haben. Ne. Oh, scheiße. Scheiße, Mann. Da erwischt er uns. Ah, wie gesagt, ich mag die Klasse nicht so. Wir switchen mal auf die Sniperer.
Weil die ist schon ein bisschen geiler. Das ist zwar auch nicht ganz so einfach, weil man doch öfters mal in den Nahkampf kommt. Da muss man dann doch schon so ein bisschen Glück auch haben. Also ab und an klappt es auch wirklich richtig gut. So zum Beispiel. Alter, und da rettet er uns nicht mal zurück. Unglaublich. Also wie gesagt, die Sniper-Tussi, die hatten wir noch gar nicht. Deswegen spiele ich die jetzt so ein bisschen mal. Der mit dem Netzen, wie gesagt, der ist nicht der spannendste. Ach, komm schon, ey. Aber die Sniper-Lady, die hat wirklich... Die ist auch nicht wirklich schlecht, also die ist schon richtig gut unterwegs. Wir können uns theoretisch hier mal drin verstecken, so ein bisschen in dem Busch. Dann können wir mal gucken, ob uns hier jemand sieht. Beziehungsweise ob wir hier nicht mal so ein bisschen an der Futterstelle lauern können. Ich meine, als Sniperer... Oh oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. So, hier haben wir übrigens noch so... So ein paar Betäubungsdinger, Betäubungspfeile, aber die bringen nicht wirklich viel was. Ach, verdammter Mist. Also, das ist mit dem Sniper, wie gesagt, im Nahkampf ist so eine Sache. Das geht nicht so schlecht hiermit, aber es geht auch nicht so gut. So, aber die Nahkampfklassen hier, gerade der mit dem Maschinengewehr natürlich. Alter. Nimmt er uns hier voll mit. So, immerhin. Tut sich nicht viel, das heißt volles Magazin. Hier vorne können wir nochmal ein bisschen... Quatsch, das war hier mehr Heilung. Hier ist das Magazin. So. Keine Chance. Alter, und was macht der denn hier? 5 Kills oder 4 oder was? Krasser Typ. Ich glaube, 3 Kills habe ich auch mal gemacht mit dem T-Rex, aber das ist jetzt ehrlich gesagt auch keine große Kunst. Gibt es denn hier nicht irgendwo eine richtig hinterhältige Position? Nee. Ja, lass mich schon fallen, du Penner. Wo will er denn ganz hin mit uns? Ah. Alles klar. Ja. Also, wie gesagt, Leute, ihr könnt mir einfach mal sagen, ob ihr mehr von den Videos haben wollt, mehr von diesem Spiel. Wenn ja, welche Klasse denn am liebsten? Wie gesagt... Ach, scheiße. Ah, das kann ich hier nicht als... Das kann ich nicht als Ende zählen lassen. Also dann nehmen wir doch nochmal hier den mit der MG und dann müssen wir doch nochmal ein bisschen aufräumen. Was wäre das denn für ein Ende von der Folge hier oder von dem Let's Play erstmal?
Na, kommt schon, ihr Raptorenschweine. Ich krieg euch. So, können wir eben noch mal kurz nachladen? Junge, verpiss dich, lass mich doch hier nachladen. Und nerv hier nicht rum, Alter. Unglaublich. Die versuchen auch echt alles. Oh, ein T-Rex, der ist unser. Und Mist. Dann halt den hier. Na also. Ach Gott, oh Gott. Bloß nicht bewegen, nachher fällt man noch ins Wasser. Alter, was ne Sau. Was ne Sau. Nehmen wir nochmal hier den Kollegen hier. Ich glaube, wir brauchen hier nämlich mal ein paar Fackeln. Raptor Enterprise. Alter. Wow, was ist denn hier los? Krasser Scheiß, ey. Auf einmal stürmen sie alle rein hier. Krass. Nutzen wir die Chance hier nochmal kurz Richtung gegnerischen Health Point oder Health Area oder sonst wohin gehen. Aber das ist höchstens ein guter Punkt für Flieger. Nee, das geht gar nicht. Da ist einfach gerade gar kein Betrieb, weil die alle da hinten sind. Ihr seht das hier im Hintergrund. So, Leute, und die Runde ist auch vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Spiel. Wie gesagt, wenn es neue Folgen geben soll, dann sagt ihr einfach doch mal, ob ihr welche sehen wollt. Und wenn ja, welche Klassen? Ob Dino, ob Mensch und welche Klasse genau. Also, bis dann.